In der SPD ist die Frage des Rentenalters neu aufgebrochen. Es gibt Abgeordnete, die sagen, es ist falsch, die Rente mit 67 einzuführen. Sie haben recht. Angesichts der Wirtschaftskrise kann man nicht über eine Heraufsetzung des Rentenalters diskutieren. Man muss sich die Frage stellen, wie man insbesondere den jungen Menschen einen Arbeitsplatz und einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen kann. Müntefering blockiert in der SPD jede vernünftige Debatte um die Rente. Müntefering ist der Totengräber der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir sagen, wenn nur 20% der Männer und nur 10% der Frauen im Alter von 64 überhaupt noch einen Job haben, ist es Unfug zu sagen, sie sollen bis 67 arbeiten. Wer eine vernünftige, armutsfeste Rente will, wer will, dass die Rente mit 65 bleibt, wer will, dass die Jungen einen Ausbildungsplatz finden, der wählt bei der nächsten Bundestagswahl die Linke. Die Linke wegen der Rente.